freue mich, dass wir zum Abschluss dieses Tages quasi wieder zum Anfang zurückkommen, zu der ersten Keynote von Herrn Lothar, der ja sehr eindrücklich auch nochmal auf die Veränderung der digitalen Transformation hingewiesen hat und da insbesondere viele Aspekte der Arbeitswelt aufgegriffen hat. Und ich freue mich, mit zwei Expertinnen, Experten zu diskutieren. Einmal zu meiner Linken, sie hat sich schon gesetzt, Vanessa Barth, sie ist Bereichsleiterin für Zielgruppen und Gleichstellung bei der IG Metall. Ganz herzlich willkommen, Frau Barth. Sie haben sich beschäftigt oder Sie beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Jugend und Migration, aber Sie auch mit den Themen Angestellten, IT-Industrie, Frauen und wie wir im Vorgespräch auch hatten, was das Thema Crowdworking, neue Arbeitsformen angeht. Also eine ausgewiesene Expertin, Vanessa Barth. Ganz herzlich willkommen hier auf dem Podium. Dann haben wir als zweiten Dieter Janutschek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, studierter Politikwissenschaftler, wie ich auch im Übrigen, und hat, wir sind quasi ein sozialwissenschaftliches Podium hier heute, hat vorher in einer PR-Beratung unter anderem im IT-Bereich gearbeitet, also auch kennt quasi auch die IT-Welt aus der Arbeitswelt selbst und ist jetzt für die Grünen im Bundestag und macht dort Wirtschaftspolitik seit 2013. Also auch ein ganz herzliches Willkommen und ein kleiner Applaus für dieses kleine Podium. Ja, Arbeitswelt, digital. Ich hatte heute Morgen gesagt, wir haben ja momentan so ein bisschen diese zwei Gegensätze. Auf der einen Seite Vollbeschäftigung, auf der anderen Seite das, was die ARD gerade publiziert und was ein großes Thema ja ist. Vielen Dank für das Wasser. Machen die Jobs in Zukunft die Roboter oder brauchen wir eigentlich noch Menschen? Und da hat er Herr Lothar heute Morgen ja ein paar Zahlen genannt. Es gibt ja diese berühmte Osborne und Frey-Studie, die sich damit beschäftigt hat, wie wirkt sich eigentlich die digitale Transformation auf unsere Arbeitswelt aus? Und bei allen Fragen der Qualität und der Inhalte sind da ja Zahlen zutage gekommen, die ja besorgniserregend sind, dass bis zu 50, 60%, je nachdem, wie man das ausliest, der Berufe so eigentlich gar nicht mehr existieren werden und dass die Digitalisierung so eine Art Jobkiller ist. Herr Janutschek, wie sehen Sie das? Ist das eine Sache, wo wir jetzt uns überlegen müssen, wie wir in Zukunft nicht mehr Vollbeschäftigung kommunizieren, sondern uns Gedanken machen, wie wir Roboter vielleicht auch gewerkschaftlich organisieren? Oder? Ja, ich habe 2014 an die Bundeskanzlerin diese Frage gestellt, in der schriftlichen Anfrage, weil sie hatte damals öffentlich gesagt, die Digitalisierung bringt mehr Jobs als verloren gehen. Und das glaube ich nicht. Also als These, ich kann noch nicht in die Zukunft schauen. In einem Industrieland wie Deutschland mit den Exportquoten, wo wir haben, wo wir eine gewisse Sondersituation haben, dass wir mit einer hohen Orientierung auf Maschinenbau, chemische Industrie, Automobilindustrie Bereiche haben, wo wir an global wachsenden Märkten profitieren werden, dass wir es da auch schaffen können, durch dieses Wachstum sozusagen einen Ausgleich zu schaffen, durch diese Superautomatisierung, wie Herr Lotte das genannt hat heute früh. Also diese Frage, dass die Industrie möglicherweise Produktivitätssprünge kriegt und übrigens auch der Dienstleistungsbereich dann, die so stark sind, eben dass die Produktivität das Arbeitsaufkommen überschreitet. Und das ist ja nicht neu, das hatten wir auch schon vor 100 Jahren, vor 200 Jahren. Damals haben die Menschen halt 70 Stunden gearbeitet, jetzt arbeiten sie ein bisschen über 40, vielleicht dann in 20 Jahren 30. Das ist eine Antwort darauf. Ist das jetzt schlimm? Also das wäre per se nicht schlimm, dass wir mehr Zeit hätten mit mehr Wohlstand. Die Frage ist nur, wie verteilen wir es, wie organisieren wir es? Kriegen wir in der Wirtschaft dann eine Idee von neuer Vollzeit, die ich selber jetzt als Abgeordneter nicht vertreten kann in meinem Arbeitsbereich, aber ich doch denke, in vielen Familien doch die Sehnsucht da wäre, dass man auch Kinder oder auch ältere Menschen pflegen, also Kinder erziehen, ältere Menschen pflegen kann mit der Zeit, die man hat, aber eben natürlich zu einem materiellen Auskommen, das gut ist. Ja, und wenn ich mehr Produktivität habe, warum soll ich dann auch weniger verdienen? Ja, also, und das sind die Verteilungsfragen dann. Das heißt, wenn die Wirtschaft insgesamt mehr verdient, sich Kapital mehr kumuliert, wir aber weniger arbeiten müssen. Die Frage stellt sich am Ende, warum sollten die Kapitalgeber dann die Macht haben, die Menschen schlechter zu bezahlen? Ja, und die Antwort ist, weil sie es können. Und die Antwort der Politik muss sein, eine Antwort darauf zu finden, ob das jetzt eine Maschinensteuer sein kann oder die Idee einer negativen Einkommenssteuer versus Grundeinkommen. Das ist ja sehr interessant, dass eigentlich in der gesamten wissenschaftlichen Szene zu dem Bereich diese Grundeinkommensidee, der ich persönlich so aus der Genese nicht sehr stark
verfolgend also positiv gegenüberstehe, weil ich auch Bedenken habe, was das für unsere Gesellschaft auslöst. Aber ich glaube, man muss sich, darauf können wir auch mal dekorieren, aber ich sage es ja nur für mich. Aber ich glaube, man muss das diskutieren. Also was heißt das dann? Und das Gute ist, ich glaube, wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren davon noch nicht sehr stark betroffen sein, aber deswegen müssen wir jetzt anfangen. Also zusammengefasst, die Wirtschaft wird durch Digitalisierung profitieren, Produktivität wird steigern, Gewinne werden mehr werden, aber im Ergebnis weniger Arbeit, mal mindestens weniger Stunden Arbeit. Kann man das so, sagen wir das so? Ja. Erstmal noch nicht, aber bald schon, ja. Ich denke schon, ja. Frau Barth, also die Zeit, in der Roboter sich in Gewerkschaft organisieren, in 5 bis 10 Jahren, laut Herrn Janoschek, aber wie sehen Sie das? Also sehen Sie das ähnlich? Wird es, ich meine, nur bei immer eine alte Gewerkschaftsforderung, 35 Stunden, noch weniger Stunden, um mehr Zeit für Familie zu haben. Eigentlich gehen doch jetzt alle Wünsche in Erfüllung. Geht das? Hört man das? Ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja viele Studien, ja. Also die Sie eingangs erwähnt haben mit den 45%. Ich glaube, es gibt so viele Studien, wie es, also mindestens so viele unterschiedliche Prognosen, wie es Studien gibt, ja. Und wir gucken uns das dann halt einfach lieber konkret an in den Betrieben. Und wenn ich jetzt mal so ein paar Beispiele geben darf, wie das schon praktisch aufschlägt, ja. Wir haben, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Ingenieurberuf angucken, Konstruktion, da ist es relativ klar, dass so einfache Konstruktion von Komponenten, dass das automatisierbar ist. Das wird irgendwie kommen. Wir hatten einen Fall von einem Automobilhersteller, ich sage jetzt nicht die Bezeichnung, die quasi über so eine Datenanalyse zu dem Schluss gekommen sind, dass sie so 2 Teilelager eigentlich schließen könnten mit jeweils 200 Leuten. Also einfach sozusagen dadurch, dass sie das immer besser ausrechnen können, was sie wirklich brauchen und wann sie es brauchen. Dann gibt es aber auch Beispiele, wo quasi sich Tätigkeiten positiv verändern, also wo die Jobs angereichert, also wo sozusagen die Aufgaben anspruchsvoller werden. Ja? Da geht jetzt sozusagen die Diskussion los, das muss dann aber auch besser bezahlt werden, sehen die Arbeitgeber natürlich nicht so. Und dann ist es so, also Digitalisierung ist jetzt auch nichts Neues. Also wer in einem Büro arbeitet, es gibt seit den 80er Jahren, ja, 90er Jahre PCs. Ja, sage ich jetzt mal so, da ist im Moment der Stand, dass einfach die IT oder dieser neue Schub ermöglicht, dass die Arbeitsorganisation sich verändert. Ja, also was weiß ich, dass Tätigkeiten einfacher verlagert werden, zum Beispiel über Internetplattformen, also was wir mit Crowdsourcing zum Beispiel nehmen. Das heißt, da wird Arbeit nicht automatisiert, sondern sie wird nur sozusagen, sie ist nicht mehr sichtbar in dem Unternehmen, sondern sie geht woanders hin, zu meistens schlechteren Bedingungen. Ja, oder wir haben auch, ich weiß nicht, wer von Ihnen im größeren Unternehmen arbeitet, das Thema Mitarbeiter-Self-Service. Manchmal wird Arbeit einfach unsichtbar. Sie wird gemacht, aber keiner weiß mehr, wer sie macht und bezahlt wird sie auch nicht und sie erscheint auch nicht mehr in irgendeiner Rechnung. Also zum Beispiel, dass immer mehr Leute ihre Reisekostenabrechnungen selber machen müssen, ihre Stammdaten selber pflegen. Also man nennt das Mitarbeiter-Self-Service, ja. Oder auch ein Thema in der IT schon seit vielen Jahren, das Thema Shared Service Center. Also das quasi so zentrale Dienstleistungsbereiche eines Unternehmens zentral zusammengefasst werden, da haben wir natürlich Beschäftigtenabbau. Also das heißt, um mal auf den Punkt zu kommen, Digitalisierung hat ganz viele Facetten, sie hat viele Risiken, aber sie birgt auch Chancen und Arbeitszeitmodelle, ja, sind eine der Chancen, aber da wo wir ja auch sagen, dass wir quasi so lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle gerne hätten, die müssen aber auch irgendwie finanziert werden. Aber Arbeitszeitfragen sind knallharte Machtfragen mit den Arbeitgebern. Also da müssen wir uns, glaube ich, auf eine harte Auseinandersetzung einstellen und hoffen natürlich auch auf Unterstützung durch die Politik. Also wenn ich da nochmal nachfragen darf, das heißt, also es wird, also Sie sagen, Digitalisierung ist letztendlich eine Evolution, die Berufe verändert, aber wo jetzt keine neue Qualität entsteht, dass Jobs wegfallen, zumindest mal auch nicht in dem Umfang, wie das jetzt von Osborne und Frey gesehen wird. Also da gibt es einen Unterschied zu Herrn Janicek. Der sagt ja schon, es gibt weniger, wir müssen das dann stundenmäßig anders verteilen. Sie sagen, nö, das wird anders verlagert, aber es gibt jetzt keine qualitative Neuerung durch Digitalisierung. Also ich glaube schon, das qualitativ Neue ist das Tempo. Also dass sich Berufe verändern, dass Berufe verschwinden, das ist so alt, wie die Berufe sind auf der Welt. Also es gibt Metallberufe, die gibt es heute nicht mehr, die gab es noch vor 10 Jahren. Also das ist eine konstante Veränderung. Aber wenn Sie mit IT-Experten reden, ich bin keine Informatikerin, die sagen, eigentlich der Durchbruch der künstlichen Intelligenz, der kommt erst noch, den haben wir noch gar nicht, Quantencomputer und so weiter und so fort. Ich denke schon, dass wir uns halt darauf einstellen müssen, dass das Umfeld insgesamt viel dynamischer werden wird und dass wir die Rahmenbedingungen hinbekommen, dass die Leute nicht nur das wirtschaftlich und sozial überleben, diese Veränderungen, sondern dass sie auch zusätzliche Freiheitsgrade realisieren können.
Ja, also das sozusagen, darüber würden wir ja auch gerne mal reden. Wir haben in den letzten Jahren viel Flexibilisierungsgewinne gehabt, auch durch Technologie für die Unternehmen, aber relativ wenig für die Beschäftigten. Also ich glaube auch das Thema künstliche Intelligenz, dazu hatte ich letzte Woche ein Panel gemacht, und Deep Learning und wie Maschinen selbstständig lernen können, da muss man unterscheiden. Es gibt also die schwache künstliche Intelligenz, die ist letztlich eine Fortsetzung der Robotik, da passiert was, da werden Tätigkeiten bis hin zur Pflege auch sicher ersetzt werden, aber dass die Vorstellung, dass jetzt der Roboter den Menschen in komplexen Berufen ersetzt, die halte ich noch für sehr weit hergeholt, und das ergibt auch die Forschung nach dem aktuellen Stand nicht. Nichtsdestotrotz, ich war in den USA vor 2 Wochen, die Werbung im Fernsehen ist also, dass sie Hedgefonds investieren mächtig in diesem Bereich. Das heißt jetzt nicht, dass wir in 10 oder 20 Jahren da nicht vielleicht Fortschritte sehen. Aber ich glaube, die Digitalisierung wird deswegen, das heißt zur Gefahr, aber zu Veränderungen führen, weil sie zum einen eine Art von Superproduktivität auslösen könnte, also beispielsweise eben Fabriken. Wenn Sie heute zum Audi gehen, nach Ingolstadt ins Werk, dann sind da schon hunderte von Roboterarmen, die zusammen mit Menschen Autos bauen, und die bauen zusammen viel mehr Autos, als sie es vor 10 oder 20 Jahren gemacht haben. Also nur weil wir so stark gewachsen sind weltweit, haben wir überhaupt Arbeitsplätze halten können. Das müssen wir auch mal sehen. Und eigentlich ist nur das Wachstum bisher die Antwort gewesen, diesen hohen Anteil, ich rede jetzt von der Industrie, und die ist nun mal sehr stark für unsere Wertschöpfung, zu halten. Also in diesem Bereich weiß ich nicht, ob wir das so weiterhalten können. Aber vielleicht eine Anmerkung noch. Was passieren wird, ist, dass Intermediäre in der Wirtschaft verschwinden. Sie haben es in der Musikindustrie gesehen, also ganze Vermittlerebenen, Grenzkosten null ist ja sozusagen die Philosophie der Digitalisierung, dass durch diesen grenzenlosen Wettbewerb, durch die Chancen, online alles darzustellen, und online ist nicht teuer, sie letztlich bestimmte Mittlerindustrien verschwinden lassen werden. Und sie werden auch auf der anderen Seite dahin kommen, dass in der Automobilindustrie beispielsweise es dazu kommen kann, wenn wir mehr Produkte teilen. Und das haben wir heute diskutiert 2-mal. Also wir werden nicht 47 Millionen Autos mehr brauchen in diesem Land. Warum? Ja, es gibt keinen Nutzen für den Verbraucher darin, dass er jeder ein einzelnes Auto selbst besitzt mit Kapitalkosten von 4.000 Euro im Jahr. Und solche Dinge, das hat Einfluss auf ein Land, das auf Produktion, ich glaube, wir haben 8% der globalen Güterproduktion in Deutschland. Das ist eine Menge. Also das hat Einfluss, das wird was verändern. Ja. Jetzt sagt ja der Wirtschaftsminister, dass die Digitalisierung eigentlich ein Segen ist, weil wir aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland unseren Facharbeiterbedarf in Zukunft gar nicht mehr decken können. Und je mehr Industrie 4.0, desto weniger Facharbeiter werden benötigt. Damit stimmt er zu. Und das ist gut so, weil wir nämlich nur so unseren Produktivitätsstandort Deutschland halten. Ich sehe 2 grinsende Gesichter. Wer möchte zuerst grinsen? Noch lauter. Frau Barth. Naja, also ich meine, jeder sozusagen, die Digitalisierung wird im Namen von allem Möglichen immer propagiert. Ja. Also wird ja zum Beispiel auch immer im Namen der Frauen gerne gesagt, Digitalisierung ist auch super für Frauen. Mehr Vereinbarkeit und so, davon sieht man auch gar nichts. Wenn Sie heute gucken, mobiles Arbeiten zum Beispiel, wer arbeitet mobil? Das sind hauptsächlich Führungskräfte, hauptsächlich Männer, bleiben freitags gern zu Hause. Ja. Also es interpretiert jeder auch so ein bisschen was in dieses Digitalisierungsthema rein, was er will. Ist es so? Und, also wenn ich jetzt mal den Bitkom anschaue bei uns, die meisten Leute, die auch Teilzeit auch in Homeoffice arbeiten, sind eigentlich Frauen. Also bei uns, also Metall-Elektroindustrie nicht. Vielleicht ist das aber auch Industrie. Ist wahrscheinlich auch anders, aber was ich ja sagen will, ist, jeder pickt sich das halt raus, was er gut dran findet, und ich glaube, das Wichtige ist wirklich, genau hinzugucken, was verändert sich, und die Kräfte, sage ich jetzt mal, zu stärken, die quasi dafür sorgen, dass das sozial nachhaltig passiert. Das ist eigentlich wichtig, weil erstmal ist es eine Technologie, die findet viele Anwender, also viele Anwendungen, die Leute haben auch ganz witzige Ideen. Ich habe neulich einen Anruf bekommen von jemand von der Karlsruher Institut für Technologie, das war total süß. Die wollten uns gewinnen für ein Projekt, und zwar haben die sich überlegt, sie machen eine Software für Stressreduktion. Also die Idee von dem Kollegen war, sie kommen in Zukunft in ihr Büro, werden angeschlossen an einen Computer, der misst ihre Vitaldaten, und je nachdem, wie ihr Stresslevel ist, darf dann meine Chefin mich anrufen oder der Ruf wird unterdrückt oder E-Mails. Technisch möglich ist viel. Die Leute kommen auch auf, also sozusagen, natürlich haben auch Techies die Idee, dass sie die Welt zum Positiven verändern. Ja.
Die Frage ist, was wir halt im Moment erleben, auch mit diesem ganzen Thema der sogenannten Sharing-Ökonomie, ist, dass diese Ansätze halt total durchkapitalisiert werden. Ja? Und deshalb müssen wir halt dafür sorgen, dass das gestaltet wird. Aber das wäre ja auch Ihre Antwort. Herr Janicek hat ja eben gesagt, wir haben das deswegen Produktivität erhöht. Also wir haben durch Wachstum es geschafft, dass wir diesen Industriestandort haben und dass wir auch diesen Wohlstand gesichert haben. Jetzt nochmal zu Gabriel zurück. Ja? Wenn der sagt, Digitalisierung, es fallen Jobs weg durch diese Automatisierung, Superautomatisierung, dann ist das im Grunde genommen für Deutschland eher eine Chance, weil wir damit diesen demografischen Entwicklungen entgegenstehen und damit überhaupt den Industriestandort sichern können. Also prinzipiell, dass wir mit weniger Menschen sehr viel Wohlstand schaffen können, ist keine schlechte Nachricht für unser Land. Gleichzeitig sollten wir uns schon darum kümmern, dass wir mehr junge Menschen ins Land kriegen, Stichwort Einwanderung, oder eben schauen, dass, aber das kann man schlecht beeinflussen, dass die Menschen vielleicht ein bisschen mehr Kinder kriegen. Ja? Also das wäre nicht schlecht, aber das ist politisch schlecht handhabbar. Was die Fachkräfte angeht, beim Thema Bildung haben wir ein großes Defizit, und zwar beim Thema digitale Bildung. Also unsere Schulen sind in der Regel nicht darauf vorbereitet, die Lehrerschaft ist nicht darauf vorbereitet, die Eltern sind nicht darauf vorbereitet, auf das, was man braucht, nämlich das Code is Law, also wenn sie nicht in Richtung Informatik, Programmierung. Und zwar nicht, damit sie das technisch alles können, sondern damit sie einfach verstehen, wie damit die Welt verändert wird. Ja? Und ich glaube, das müssen Kinder lernen. Und die meisten in meiner Generation haben es nicht gelernt, aber die nächste Generation, die sollte das lernen, spätestens. Sonst kriegen wir da ein Problem. Und das gilt für die Universitäten natürlich im gleichen Maße. Und das heißt, Berufsbilder, die sich heute abzeichnen, gerade durch ihren Verband ja auch sehr stark, die sind noch nicht ausreichend im Bildungssystem abgebildet. Und das kann ein Problem werden, weil wir eben auch nicht sehr viele Menschen haben in der Auswahl, die das noch lernen können, weil wir eben nicht sehr viele junge Menschen haben. Und das ist ein Problem. Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, also sozusagen, was schon relativ klar ist, und das sagen ja auch alle, oder alle würden das bestätigen, auch die Arbeitgeber, das ist dieses Thema lebenslange Lernen. Ja. Aber die Voraussetzungen dafür sind ja überhaupt nicht geschaffen. Also das eine ist Investition in Bildung, aber auch wegzukommen von der Idee, dass man einmal eine Ausbildung hat und das reicht dann. Und das wirklich institutionell so zu schaffen, dass das geht, also dass die Leute ein Recht auf Weiterbildung bekommen zum Beispiel. Wir wissen aus unzähligen Umfragen, dass die Leute eigentlich, also es gibt kein Unternehmen, das sagt, ich habe Weiterbildungsangebote für alle meine Beschäftigten. Es gibt meistens Führungskräfteentwicklung und dann gibt es, was weiß ich, Vertriebsschulungen auf Produkte oder es gibt eine neue IT eingeführt. Aber wir müssen halt das Land schon so verändern, dass die Leute ein Recht haben, also sozusagen so eine Weiterbildung zu machen, dass sie sich leisten können, dass sie die Zeit dafür bekommen. Weil bei uns sagen die Leute eigentlich, also die, für die es Angebote gibt, sagen, ich habe keine Zeit dafür in meinem Arbeitsalltag, und die sozusagen ganz dringend bräuchten, um aus dem un- und angelernten Bereich rauszukommen, der ja angeblich wegfällt, ja, wenn es sich rechnet, sozusagen das zu automatisieren, die kriegen überhaupt keine Angebote. Und da müssen wir wirklich was machen, und da brauchen wir auch gesetzliche Flankierungen. Also sozusagen, wir haben mal so einen Tarifvertrag, eine Bildungsteilzeit gemacht als Einstieg, aber es reicht natürlich nicht. Also das wäre ja sozusagen der zweite. Das eine ist ja die Frage, welche Berufe fallen weg. Das andere ist, wie verändern sich die Berufe? Und da sind wir natürlich mitten in diesen Bildungsfragen. Jetzt gibt es das eine Thema Recht auf Weiterbildung. Das andere würde mich auch mal interessieren, was macht denn zum Beispiel die IG Metall? Oder Herr Janicek hat eben von Intermediären gesprochen, die in der Wirtschaft wegfallen. Wenn ich das jetzt mal auf die Arbeitsorganisation übertrage, ja, auf eine IG Metall, die ja auch eine gewisse Intermediärsfunktion haben, wie transformieren Sie sich denn? Also wie stellen Sie sich auf diese neuen Formen ein, die da kommen, und auch diese Fragen, die da gestellt werden, was muss ich tun, um auch da Anschluss zu finden? Was machen Sie denn da? Naja, also wir haben zum Beispiel ein Riesenprojekt gestartet, das auch in meinem Bereich lokalisiert ist, wo es um diese Plattformarbeit geht, wo es um das Thema Crowdworking geht. Da hat IG Metall sehr viel Geld investiert und hat gesagt, okay, wir müssen irgendwie, also das wird ein Bereich, der gibt es. Es gibt mittlerweile so internetbasierte Angebote für alle Teile unserer Wertschöpfungsketten, also alle Unternehmensbereiche, also von Crowdfunding über Crowdservices, über Crowdentwicklung, also sozusagen in allen Gebieten. Und da gucken wir uns halt genau an, was passiert. Das ist im Grunde auch ein Plattformmodell, und die IG Metall hat ihre Satzung geändert auf dem letzten Gewerkschaftstag, dass selbstständige Mitglied der IG Metall werden können. Und wir versuchen jetzt sozusagen in Gesprächen mit deutschen Plattformen auch zu gucken, wie können wir die Arbeitsbedingungen dafür verbessern, weil also die Stundenentgelte sind ganz tief unter Mindestlohn für den überwiegenden Teil, also für die große Mehrheit der Leute. Und wie kriegt man sowas wie Mitbestimmung auf diese Plattform, weil da gibt es überhaupt keine Mitsprache. Mein beliebtes Beispiel ist, wenn Sie sich mal gucken, das ist bei Uber wahrscheinlich so ähnlich, ist jemand von Ihnen mal MyTaxi gefahren? MyTaxi, gut. Haben Sie am Schluss Sternchen vergeben
An den Fahrer, naja, also da gibt es ein Reputationssystem, das haben all diese Plattformen, da kann man 0 bis 5 Sterne vergeben, hat Auswirkungen sozusagen auf den Zugang zu Aufträgen oder Fahrten für den Fahrer, ist total mitbestimmungsfrei. Die Fahrer wissen eigentlich auch nicht, wie es zustande kommt. Und solche Features sozusagen gibt es in dieser digitalen Arbeitswelt ganz, ganz viele. Und da, wir versuchen das zu gestalten. Also das ist das, was wir immer schon machen. Ja, und das machen wir natürlich auch bei diesen neuen Feldern. Ein Thema, Herr Janicek, was Sie oder was Herr Lothar heute Morgen angesprochen hat, er hat eine klare These vertreten, dass wenn es so ist, dass es weniger Arbeit geben wird durch Digitalisierung, wenn sich die Arbeit auch so verändern wird, flexibler werden wird, macht es nicht da Sinn, sich von diesem, von dieser gesellschaftlichen Konzentrierung auf Arbeit auch überhaupt zu lösen? Das wäre ja so ein bisschen die Frage. Also ist quasi, ne, und da sind wir in diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also hört sich erstmal gut an, ja. Aber die Frage ist, wie definieren wir selber unsere Identität, unser Leben? Und die meisten tun es doch über Arbeit. Die meisten tun es über Arbeit, so ist das. Und das können Sie in allen Umfragen nachlesen und das ist ein wichtiger Aspekt für uns, für uns als Gesellschaft. Und ist jetzt die Tatsache, dass wir weniger Stunden arbeiten werden, vielleicht nicht auch mal ein Ausschlag dafür zu sagen, dass 40 Stunden Vollzeit, ja, und ich habe selber 3 Kinder und eine Frau, die gerade versucht, über Teilzeit in den Arbeitsmarkt zu kommen, was sehr schwierig ist, obwohl sie hochqualifiziert ist. Das ist ein Dauerzustand. Sind das nicht die drängenderen Themen, dahin zu kommen, dass die Wirtschaft so funktioniert, dass sie anerkennt, dass man mit 20, 30 oder 40 Stunden jeweils hochproduktiv, kreativ und wunderbar arbeiten kann, dass wir dessen unsere Arbeitsprozesse eingliedern, anstatt dass wir eine Diskussion vorantreiben, die ich gerne führe, aber die ich nicht als unheikel, ich verwende mal dieses Wort, sehe, zu sagen, ein Teil der Gesellschaft sozusagen ist in diesem hochproduktiven, bezahlten Bereich und der andere ist es vielleicht nicht oder doch. Und darauf vertrauen wir dann, dass dieser Teil dann sozusagen in sozialen, pflegerischen Engagement auch eine Art von Engagement bringt. Ja. Was viele tun werden, manche nicht. Und das ist eine Diskussion, die ich in Deutschland aufgrund auch, er hat das ja Luther auch richtig gesagt, also diese industrielle Frame, den wir haben, ja, das ist ja auch ein Problem bei der Digitalisierung. Wir denken sehr stark über Leistung, Arbeit, da gebe ich Ihnen recht, zu stark wohl. Aber die Vorstellung, dass wir jetzt plötzlich den völlig umdrehen in Deutschland und sozusagen eine Art Grundeinkommen für alle definieren und darauf aufbauen, dann auch die Frage, wie werden Sozialleistungen aussehen, wie werden Gewerkschaften sich organisieren, werden nicht viele Unternehmer auch das nehmen, um Löhne zu drücken, um vielleicht auch versuchen zu können, eine Masse an billigen Arbeitern zu haben, weil das ist die Konsequenz, wenn sie 1.000 Euro erstmal haben. Also das sind Fragen, denen muss man sich schon auch annehmen. Und meine vordringlichen Fragen wären eher, das diskutiere ich mit der Wirtschaft intensiv, wie kann das sein, wenn Studien ergeben, dass 32 Stunden so produktiv sind wie 38 Stunden, dass wir den Leuten immer noch, das tun viele ja schon gar nicht mehr, viele kommen da schon von weg, aber vorschreiben müssen, dass sie die ganze Woche von 9 bis 18 Uhr, wie das meine ersten Jobs waren, und dann am besten bis 20 Uhr in ihrem Büro sitzen. Ja. Und dadurch, das hemmt Kreativität, Produktivität, lässt Familie nicht existieren. Also das ist für mich eine soziale Frage, die Vorgänger ist. Ja. Frau Barth, bevor Sie sagen, ich würde das gerne nochmal hier, die Kollegen, die waren ja sehr aufgebracht, nur mal das Wort ergeben. Sie sehen das anders. Nein, die Frage, oder was gerade sozusagen als Argument kam, weil dass die Leute ihre Selbstbestätigung aus ihrer normalen Erwerbsarbeit ziehen. Sinnvoll, es ist so. Die Frage ist, was passiert, wenn wir ein BGE einführen? Wären dann sozusagen alle Leute, die ein BGE erhalten, würden die zu Hause sitzen, würden sich Daily Soaps ansehen, 24 Stunden? Eher nicht. Die würden irgendwas machen, selbstbestimmt. Selbstbestimmt hieße sozusagen, sie würden was machen, wovon sie überzeugt sind. Und daraus kann man sehr wohl ein sehr guten Selbstwertgefühl darauf ausbauen. Frau Barth, ich gebe das mal weiter. Selbstwertgefühl nicht nur aus Arbeit, sondern aus anderen Bereichen. Ist ja auch Arbeit, aber aus Erwerbsarbeit, ne? Konkret. Also ich finde aber auch, dass Erwerbsarbeit nicht das Gegenteil von Selbstbestimmung ist. Da muss man jetzt auch mal aufpassen, ja, und nicht Leuten. Also sozusagen, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich arbeite total gerne und gehe da drin auf und ich mache was Sinnvolles oder wie auch immer. Also muss man aufpassen. Also ich habe überhaupt nichts gegen diese Diskussion um Grundeinkommen. Die IG Metall hat da keine Position dazu, die beschäftigt sich eigentlich nicht damit. Ich könnte mir auch vorstellen, unter bestimmten Voraussetzungen, dass man sagt, das ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Fortschritt, wenn man jedem Menschen sozusagen billigt, dass die Existenz abgesichert ist, ja, ohne große Zugangsvoraussetzungen oder irgendwas. Aber wir müssen ja auch mal überlegen, warum, und da war ja der Vortrag eben im Plenum hier von dem Professor von der Humboldt-Uni, ich weiß nicht, der Wirtschaftsinformatik,
Ja, genau. Ich habe Ihren Namen leider vergessen. Sie hatten auch keine Karte dabei, Potsdam, alles klar. Also sozusagen die Frage ist ja, warum kommen so Unternehmen jetzt wie Facebook oder diese ganzen Internet-Riesenfirmen, warum kommen die jetzt mit diesem Thema Grundeinkommen? Und Sie haben es ja vorhin schön gezeigt, die schieben sich sozusagen zwischen den Kunden und den Hersteller oder den Retailer. Und wie war das, die Kundendatenmonopol, wie ist das nochmal, monopolisieren? Genau. Und gehen dann sozusagen zu den Produzenten, meinetwegen Automobilhersteller, und sagen, also ich sag dir, wann wer ein Auto kauft, zu welchem Preis, wie viel von deiner Rendite gibst du ab, und drücken die sozusagen unter die Schwelle, wo das noch irgendwie Löhne sind oder Gehälter, von denen man leben kann. Also die kommen doch auf diese Idee, diese Debatte jetzt zu führen, weil sie wissen, sozusagen, wohin ihr Geschäftsmodell zieht, nämlich, und wie viele Beschäftigte haben denn diese Internetunternehmen, eine Handvoll, ja, und also im Vergleich zum Beispiel zum klassischen Automobilhersteller, und die wollen natürlich nichts von ihrem Gewinn abgeben. Und dann finde ich sozusagen das total naiv von den Leuten, die aus den wirklich guten Gründen diese Debatte führen um Existenzgeld und so weiter, jetzt zu sagen, jetzt nehmen wir den Fahrtwind mit auf, den solche Unternehmer, die ganz andere sozusagen Gesellschaftsmodelle auch vorantreiben, die es auch mit Demokratie oder Wirtschaftsdemokratie überhaupt nicht, also überhaupt nichts am Hut haben, jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt den Ball auf, den die Leute aus ganz unseriösen Motiven da ins Spiel finden, das finde ich halt sozusagen politisch total naiv. Aber jetzt mal jenseits der Frage der Motivation, also ob das dann so ist, da, ne, und vielleicht auch nochmal so als kleines Korrektiv, also dass die IT-Wirtschaft keine Arbeitsplätze geschaffen hat, da muss ich einfach in meiner Moderatorenrolle mich kurz lösen. Also wir sind der zweitgrößte Industriearbeitgeber in Deutschland und haben in den letzten Jahren im Schnitt über 10.000 Arbeitsplätze im Jahr geschaffen. Also das ist nicht ganz so, ja. Aber gut, nochmal zurück, also jenseits von der Motivation, ja, die Frage, also diese Grundthese ist ja, Technik ermöglicht oder Technik wird große Teile von Arbeit übernehmen, in welchem Bereich auch immer, ja nicht nur im niedrig qualifizierten Bereich oder formal niedrig qualifizierten Bereich, sondern eben bis hoch zum White-Collar-Worker, also der Rechtsanwalt, der niemals so schnell Urteile und Kommentierungen durchlesen kann, wie das eine künstliche Intelligenz machen kann, die Zahntechnikerin, die vielleicht durch 3D-Druck einfach nicht mehr in dieser Qualifikation gefordert wird, etc. pp. Und schafft nicht eigentlich, ich sag mal, kommen wir nicht wieder zurück zu Athen? Ja, wir haben lange Jahre über Griechenland immer geschimpft, aber die Athener, das habe ich als Politikwissenschaftler nicht wahr, die haben ja, da war ja Arbeit irgendwas, was nur die Sklaven und Frauen, muss man sagen, verrichten durften. Und das wahre Leben hat sich eigentlich in der Politik abgespielt und es gab ganz andere Sachen. Also ist das nicht im Grunde genommen eigentlich auch eine Möglichkeit, eine Chance, über sowas mal nachzudenken und andere Bereiche zu identifizieren, jenseits jetzt der Fragen des Konkreten, ist man genauso produktiv in 32 Stunden wie in 40 Stunden? Absolut, und das tun ja wir Grüne auch sehr intensiv und kontrovers, und ich selber bin auch durchaus ein Anhänger der Idee eines leistungsbezogenen negativen Einkommensteuer, was letztlich ein Grundeinkommen in der Substanz bedeuten könnte. Das heißt, am Ende, dass Sie dann, wenn Sie Arbeit vollziehen, sei es pflegerische Arbeit, soziale Arbeit, kulturelle Arbeit, dann können Sie sich sozusagen bei der Einkommensteuer negativ geltend machen und kriegen dafür dann was zurück. Das wäre ein Projekt, was ich mit Sympathien begleite. Der Unterschied zum Grundeinkommen ist, sie haben halt eine Voraussetzung. Ja. Also das ist eine Variante. Aber ich bin trotzdem, ich denke das mit, aber trotzdem denke ich auch drüber nach, wo kommt der Wohlstand her in diesem Land? Und jetzt sage ich es mal provokant, er kommt nicht daher, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden. Er kommt auch nicht daher, dass wir uns alle Tomaten anpflanzen oder dass wir Codes schreiben, die auf der ganzen Welt geschrieben werden. Nicht alleine. Er muss mehr daherkommen. Und die IT-Branche schafft viele Arbeitsplätze, aber die Löhne der IT-Branche sind in dem Segment, wo sie diejenigen haben, die den Computern Befehle geben, also die das Sagen haben, hoch. Aber da, wo sie drunter sind, sind sie nicht gut. Wenn sie in die Produktion reingehen, und Deutschland ist ein Land, und das ist unsere Herkunft, und da kommen wir her, das ist ein industriell geprägtes Land, der niedrigste Lohn in der Industrie ist höher als der höchste Lohn im Erziehungswesen. Das ist ein Skandal, aber ist auch eine Realität. Ja. Und dann eine Politik zu betreiben, die sagt, wir verzichten jetzt darauf, dass wir das berücksichtigen. Und dann auch noch aus Klimaseite würde ich sagen, ist ja gut, wenn die Deutschen eine Produktion hinkriegen, die klimafreundlichste der Welt ist, für die ganze Welt. Beim EEG haben wir die Kosten gesenkt für Photovoltaik und Wind mit vielen Kosten, aber das war auch eine Leistung. Also das ist eben für mich eine Realität, die ich als jemand, der hunderte von Unternehmen besucht habe, auch vorfinde. Und da sage ich immer, bin ich gerne in Berlin, aber Berlin ist halt auch so ein Standort, da ist halt nicht so viel mit Industrie. Ja. Und deswegen ist hier die Idee vielleicht auch ausgeprägter als im Bayerischen, wo ich unterwegs bin. Ja. Jetzt gab es hier eine Meldung, ich gehe hier einfach mal rum, wir machen mal, lösen das so mit zwei Meldungen, einmal hier, ich halte das fest, brauchen Sie nicht. Wenn ich dürfte, würde ich es gerne festhalten.
Ich würde gerne an das anknüpfen, was Sie gerade formuliert haben, und zwar im Hinblick auf die Frage, wo kommt eigentlich die Wertschöpfung her? Und ich denke, dass sie eben nicht aus den Beispielen stammt, die Sie auch genannt haben, sondern meine Frage ist, wie bewerten Sie denn, wenn man zurückkommt auf die Frage eigentlich digitale Transformation der Arbeitswelt, folgende Situation: Wir haben in der Industrie heute schon Systeme, die Arbeiter sozusagen beobachten. Ich nenne das jetzt mal Punkte auf der Stirn oder Punkte auf dem Overall, um festzustellen, wie ihre Tätigkeiten aussehen. Das heißt, man trackt, und zwar dieses nicht, weil man nicht glaubt, dass sie nicht arbeiten, sondern was sie tun und wie sie es tun, in welcher Qualität sie es tun und so weiter. Und der Begriff Qualität hat hier plötzlich eine Bedeutung. Das heißt also, ein großer europäischer Flugzeughersteller hat zum Beispiel dieses zum Prinzip erhoben, um festzustellen, ob beispielsweise die Fenster in einem solchen Fahrzeug richtig montiert werden, weil das existenzielle Fragen nach sich zieht. Und deswegen wird dort festgestellt, welche Schraube mit welcher Qualität von den Menschen angezogen wird. Wenn dort Fehler festgestellt werden, dann hat das keine Auswirkung auf den Menschen, sondern anschließend kommt jemand und zieht die nach, die jetzt fehlerhaft drin sind. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube, das ist hier nicht hinreichend klar, dass wir auch Qualität als Merkmal für die Zukunft bei uns als Faktor brauchen. Vielen Dank. Ich sammle jetzt noch gleich die Kollegin. Ich halte es fest oder wollen Sie es halten? Sie wollen es auch halten. Also alle wollen das Mikro halten. Also wenn wir jetzt die Frage, wo kommt das Einkommen her, diskutieren oder das eben auch in die Diskussion mit einschließen, müssten wir also auch solche Bereiche mit einbeziehen, wie beispielsweise Waffenherstellung, Munition und so weiter. Also meine Idee wäre dann nur, also da müssten wir auch die Debatte also ein bisschen größer machen und über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen auch gesamtweltweit also diskutieren. Ich nehme die zwei Sachen mal mit. Eine Sache ganz konkret, und da würde ich ehrlich gesagt auch gerne drauf nochmal zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt hier über das Grundeinkommen gesprochen, was ein relativ großer, grundsätzlicher Themenkomplex ist, den wir sicherlich auch nicht in den verbleibenden 15 Minuten hier abhandeln können. Aber nochmal die konkrete Frage. Also Digitalisierung hat ja nicht nur die Frage, wie fällt was weg und wird was flexibler, sondern es ziehen neue Technologien in den Alltag. Das Beispiel mit dem Flugzeughersteller und diesen Punkten ist quasi eine Qualitätssicherung, auch eine Unterstützung, um mehr Sicherheit und auch bessere Produkte zu entwickeln, das eine. Das andere zum Beispiel Wearables, die eingesetzt werden, um, ich sag mal, um auch Bedienungsanleitungen oder auch den Monteur vor Ort eine Hilfestellung zu geben, wie er besser arbeiten kann. Das sind ja auch Phänomene, die mit Digitalisierung jetzt erst möglich sind, und da gibt es eine ganze Reihe von Fragen. Ich denke jetzt einfach mal einen Schritt weiter, zum Beispiel Datenschutz. Ja, das wäre nämlich so ein Thema. Es darf ja keine Digitalisierungsdebatte geben ohne das Thema Datenschutz. Also haben wir es auch hier. Was sind denn da irgendwie, wie müssen wir uns denn da drauf einstellen? Sind wir dafür gut vorbereitet? Können wir da diese Vorteile der Digitalisierung, auch dieser digitalen Technologien nutzen, oder sind wir da noch am Anfang? Also praktisch sind wir da am Anfang. Also es gibt in der Mitbestimmung Betriebsverfassungsgesetz, der Betriebsrat hat sozusagen Mitbestimmung bei der Einführung von technischen Neuerungen, die dazu dienen können, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer oder der Beschäftigten zu kontrollieren. Ja? Das heißt, wir haben Mitbestimmungsrecht. Also das, der Fall, den Sie eben beschrieben haben, der wäre mitbestimmungspflichtig. Ja? Aber es reicht natürlich nicht, und wir brauchen sozusagen ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Weil was wir ja auch vorhin gehört haben, ist totale Umkehr. Also wir haben ja eigentlich in dem bisschen Datenschutz, den wir haben, haben wir den Grundsatz der Datensparsamkeit. Ich meine, jedes Geschäftsmodell, das auf Big Data beruht, ist damit natürlich hinfällig. Ja? Also da müssen wir uns wirklich hinsetzen mit IT-Experten auch. Also Leuten auch, die sagen können, was ist technisch möglich. Also wir werden technische Lösungen brauchen. Es gibt ja so Sachen, die debattiert sind, wie dass es ein Verfallsdatum geben muss für Daten, dass die nicht endlos gespeichert werden oder was auch immer. Also ich bin ja nicht die Spezialistin, und wir brauchen mehr, also das, was ich vorhin gesagt habe, mehr Mitbestimmungsrechte beim Thema Datenschutz betrieblich, weil es tatsächlich so ist. Dieses Beispiel, was ich vorhin erzählt habe mit diesem Anschluss an den Computer, damit mein Stresspegel, damit ich gesünder arbeite, so Sachen kommen ja massenhaft im Moment. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, stehen die Betriebsräte oft auf verlorenen Posten, und da brauchen wir mehr Rechtssicherheit und mehr Demokratie, sage ich mal. Darf ich noch eine Nachfrage stellen, weil das auch in diesem Flexibilisierungszusammen ganz konkret, also dieser 11-Stunden-Tag, das ist ja auch so ein Phänomen, die der Janischek hat es angesprochen, die Frage der Produktivität lässt sich ja häufig kaum in Stunden, und das ist ja eigentlich schon fast eine veraltete Sicht, diese Stundenfokussierung. Jetzt gibt es ein ganz konkretes Problem, dass wir 11 Stunden lang theoretisch dieses Telefon hier nicht anmachen dürfen, also es gibt eine Regelung für alle diejenigen,
Es gibt eine Regelung, die sagt, dass ich 11 Stunden Ruhepause brauche zwischen Verlassen der Arbeit und Beginn der Arbeit. Und das umschließt natürlich auch E-Mails. Und wenn ich jetzt eine flexible Arbeitszeitmodelle abends um 10 noch ein paar Mails mache, kann ich theoretisch erst morgens eine Stunde später zum Meeting kommen, als ich es eigentlich dürfte. Das ist ja so ein Problem und da gibt es auch eine Gewerkschaftsposition. Würde mich mal in Ihre Haltung dazu interessieren. Na, also die offizielle Position ist, dass wir sagen, wir könnten damit leben, wenn wir eine tarifliche Öffnungsklausel machen in das Gesetz. Man kann ja heute schon auf 9 Stunden verkürzen. Bei den 11 Stunden ist man das eine, ja. Und also ich meine, ganz praktisch, das ist echt schwierig. Also ich war auf dem Deutschen Juristentag, da ging es genau darum, da war ich eingeladen als Gutachterin. Wie oft wollen Sie das denn dann machen dürfen? Oder was ist sozusagen eine kurze Unterbrechung? Ja? Also das ist juristisch, wird das ziemlich schwierig, das genau zu bestimmen. De facto machen es doch alle, ja. Aber ich finde beim Thema Arbeitszeit, finde ich immer so witzig. Da ist, glaube ich, die Situation ganz umgekehrt. Es gibt einen Wahnsinnsdruck auf das Thema Arbeitszeit, weil technisch halt wirklich 9-to-5-7, also 7 Tage die Stunde ist möglich. Ja? Es gibt einen wahnsinnigen Druck auf das Arbeitszeit und ich glaube, dass die Arbeitgeber und auch die Verbände das noch nicht verstanden haben, dass die Leute eigentlich weniger arbeiten wollen und eine Entschleunigung wollen. Ja, und ich sage immer nur, klar ist es so, das Arbeitszeitgesetz mit 8 Stunden und so weiter entspricht den technischen Möglichkeiten der Digitalisierung in keinster Weise. Aber Leute, wir haben noch nicht den Menschen 4.0, wir sind immer noch bei 1.0. Ja, und für den ist der 8-Stunden-Tag und die Ruhepause ausgelegt. Und also sozusagen, da muss man einfach aufpassen, was man macht. Und außerdem ist natürlich auch das eine Minderheit heute noch der Beschäftigten, die mit Smartphone arbeiten. Das heißt, wir haben ganz viele Arbeitsplätze, da ist das überhaupt kein Thema. Der Janoschek, sind Sie Mensch 1.0 oder Arbeiter 2.0? Ja, ich versuche es wieder mehr zu werden. Ich habe mich eine Zeit lang angepasst den Technologien, aber das tut einem nicht gut, ist besser. Man zieht sich manchmal wieder ein bisschen raus, ja, weil man kommt da schnell in so ein. Wir werden ja auch demnächst mal Forschung haben, was soziale Medien und Netzwerke, glaube ich, zum Teil auch mit der Demokratie weltweit gerade anrichten, würde ich sogar sagen. Also die Verheißung, dass das alles super wird und wir dann alle ganz viel Informationen kriegen und total aufgeklärt sind nicht ganz so eingetreten, zumindest teilweise. Aber die Frage von Ihnen nochmal mit der Qualitätsoptimierung. Also ich war letztes Jahr auf der CeBIT und war beim Zentrum für Künstliche Intelligenz. Kaiserslautern sind die, glaube ich, und die sind bei der Firma Miele und die genau haben so ein Projekt gemacht, dass sie die Mitarbeiter und die Arbeitsprozesse getrackt haben und dann konnte man Sterne vergeben für die verschiedenen Teams untereinander und da habe ich natürlich sofort an die Gewerkschaften gedacht und gefragt, ja, wie ist das dann da und haben sie das mit denen besprochen und das wurde gemeinschaftlich besprochen. Das ist eben, glaube ich, die Lösung des Ganzen. Also wenn man sich gemeinschaftlich auf Regeln verständigt mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und nicht Mitarbeiter sozusagen mit einem Sternchenverfahren dann für den Arbeitgeber zur Auslegware zu machen, dann ist es der richtige Weg. Aber es ist eine Gratwanderung, weil letztlich können Sie natürlich feststellen, wenn jetzt einer über 6 Monate immer nur einen Stern, nicht nur oder 3 kriegt, dass der nicht die gleiche Produktivität hat wie der andere. Ich gucke jetzt mal, so, Frau Barth, Sie haben gesagt, Sie müssen um 15:15 weg. Ich würde ganz gerne noch mal die Runde öffnen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Da gibt es noch eine. Ich laufe noch mal schnell hier rüber. Ist eigentlich Bundesnachrichtendienst Ihr Arbeitgeber, oder? Keine Angst, nein, das ist nur, ich fand das mal irgendwie ganz cool. Ich glaube, es irgendwo mal bei einer Messe CeBIT oder so, weiß ich nicht. Und dann fand ich es unheimlich cool, so ein Ding mal mitzunehmen, weil okay. Jeder fragt dann auch, merkt man ja gerade. Um zur Frage zu kommen. Ich höre immer wieder, unser Wohlstand, unser Lebensstandard wird kreiert durch unsere Industrie. Jein, aber letztendlich andersrum gefragt, ist denn Dienstleistungsgewerbe nichts, wo auch ein Wert kreiert wird für die Volkswirtschaft? Können wir uns nicht letztendlich auch eine USA zum Beispiel, die haben ja kaum noch Industrie, das ist fast eine reine Dienstleistungsgesellschaft, funktioniert auch. Auf anderem Wege da wieder sozusagen, ist kompliziert. Ich bin kein Volkswirtschaftler, ich habe es nicht zu Ende gedacht, aber die Idee sozusagen, dass unser Wohlstand nur von der Industrie kreiert wird, dass es Dienstleistung gar nicht zum Gemeinwohl beitragen würde, zu unserem Wohlstand beitragen, halte ich eigentlich für verkürzt, ehrlich gesagt. Gibt es noch weitere Anregungen? Das ist nicht der Fall. Also die Industrie, Herr Janoschek, sind wir so industrieabhängig? Also wenn Sie es mal rein von der Wertschöpfung sehen, sind es, glaube ich, 24-25%. Also das heißt, 75% sind auch in vielen anderen Bereichen Wertschöpfung, wobei man natürlich schon sagen muss, wie wird das geschaffen? Also wenn Sie kein Mittelstand, in Bayern bin, ich kenne alle 96 Landkreise und kreisfreie Städte Bayerns und jeder hat mindestens einen großen Mittelständler, manchmal auch Konzern, der mindestens 1000 Mitarbeiter beschäftigt, ja, vor Ort mit guten Löhnen. Und wenn der nicht da wäre, hätten wir eine völlig andere Struktur an Arbeit, an Lohnverteilung,
Also wir hatten einfach Schlechteres. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das ist Deutschlands Wohlstand ist nicht alleine abhängig. Das soll hier nicht den falschen Konnex auslösen. Natürlich nicht. Gott sei Dank gibt es viele andere Bereiche und Industrien und kreative Berufe. Aber ohne die Industrie und das hohe Lohnniveau, und dann kann man sagen, globale Verantwortung, absolut, gerade was die Vergangenheit angeht. Ich hoffe, die Zukunft wird es besser machen mit sozialen Standards, Klimaverbrauch, Ressourcen, die wir auf der ganzen Erde, allerdings nicht für die Industrie selber, sondern für uns als Konsumenten, ja, die das global kaufen, diese Produkte vom Handy bis zum Fernseher, bis zum Auto, bis zur Brücke, die gebaut wird. Also das ist die Realität, glaube ich. Und die kann man nicht in Frage stellen als solche. Und zu sagen, wir wollen jetzt eine andere, also andere Länder, England, Frankreich, Italien, die haben ihre Industrien zum Teil vielleicht nicht absichtlich, aber runtergefahren. Und das Wohlstandsniveau ist deutlich niedriger als in Deutschland. Sie haben in England, USA auch ein Beispiel. In England 0-Stunden-Verträge. Also sozusagen, sie haben einen Arbeitsvertrag, der Arbeitgeber garantiert in null, aber sozusagen maximale Verfügbarkeit des Arbeitnehmers. Also da muss man schon gucken, was man was vergleicht. Und ich meine, der Wohlstand oder sage ich jetzt mal die hohen Löhne in der Industrie sind ja Ergebnis einer vergleichsweise hohen Gewerkschaftsvertretung da. Also sozusagen Tarifverhandlungen, kollektive Entgeltverhandlungen. Ja, also da gibt es schon Zusammenhänge. Das kann man natürlich auch woanders machen. Aber die Frage ist, das muss man erst mal aufbauen. Ja. Also was uns ja dabei auch so ein bisschen umteilt, ist ja die Frage, also wenn das richtig ist, und da spricht viel dafür, also 25% sind ein Wort, auch die ganzen Effekte, die daraus entstehen, ja, also die ganzen Leute, die Haare schneiden, schneiden ja auch Industriearbeiter die Haare. Also das ist ja tatsächlich auch ein Wertschöpfungsfaktor jenseits der eigentlichen Produktion. Was uns ja so ein bisschen die Sorge treibt, reden wir hier über, wenn wir über Industrie 4.0, wenn wir über Digitalisierung dieser Produktionsprozesse reden und auch über die Frage, gibt es diese Industrien eigentlich in 5 bis 10 Jahren noch? Und sind die Arbeitsweisen, die aus der Softwareindustrie kommen, ob sie jetzt mit welchem Hintergrund auch immer, aber sie ziehen ja in immer weitere Produktionsgefälle ein, ist ja die Frage, bleibt diese Industrie so, wie wir sie jetzt kennen, eigentlich noch in Deutschland? Oder was müssen wir eigentlich tun, damit sie auch bleibt und wir genau über diese neuen Arbeitsphänomene hier weiter reden können? Also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so Prognosen. Ja. Also ich kann ja die Zukunft nicht vorhersehen. Aber ich habe ja gesagt, es gibt Risiken und es gibt Chancen. Und natürlich sind diese Plattformökonomie-Modelle, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es wird total unterschätzt, sind eine Riesenherausforderung für die Automobilhersteller zum Beispiel. Weil da ist ja auch die Frage, die haben keinen Kontakt zum Endkunden. Ja, also das, wer ist denn das, die Kfz-Händler oder was? Ja, also da haben wir riesen Herausforderungen, das ist total klar. Ich kann Ihnen das aber nicht sagen. Ich kann Ihnen nur, also wie es ausgehen wird. Aber die Frage, wie es ausgehen wird, wird davon abhängen, wie wir die Akteure stärken in diesem Feld, die an einem sozial nachhaltigen Modell interessiert sind. Und das sind die Gewerkschaften, ja, das sind sozusagen ein Stück weit die Verbände auf jeden Fall auch, ja, also sozusagen die Leute, die diese, die quasi die Transformation gestalten und die Politik. Und darauf müssen wir gucken, dass da genug Power dahinter ist. Es gibt ja so ein Tool, Jobfuture von der Bundesagentur für Arbeit, die jetzt prüft, inwiefern Digitalisierung auch den Job betrifft, wie automatisierbar ist. Und Verbandsmitarbeiter zum Beispiel sind zu 0% davon betroffen. Also bin ich völlig bei Ihnen. Wir sind da raus. Ich würde vielleicht zum Abschluss gern wissen, was sind denn so 3 Handlungsfelder aus Ihrer Sicht, mit denen wir uns befassen müssen, um dieses Thema, wir haben jetzt viel von Gestaltung geredet. Ich glaube, man kann auch zusammenfassen, wenn ich das so den Konsens herausnehme, dass es Veränderungen geben wird. Wie drastisch? Ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen Unterschiede da. Ja, das eine, Sie sagen, es gibt eine Veränderung, ist quasi Dauerzustand, Normalzustand. Herr Janoschek geht da ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wo wir ja einen Konsens hatten, ist, dass es eine gemeinsame, nach unseren Werten, wenn ich das jetzt mal so in meine Formel übersetzen darf, einen gemeinsamen Konsens geben muss über, wie arbeiten wir, was es erlaubt zum Qualitätssicherung, zur Arbeitssicherung brauchen, um diese Arbeitswelt auch zu gestalten. Aber was sind denn so 3 Handlungsfelder? Wir haben Bildung angesprochen, wir haben Sozialsicherungssysteme angesprochen. Sind das die 2 oder gibt es da noch mehr? Was sind so die 3 Felder, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um Arbeit 4.0 zum Erfolg zu führen? Also was Herr Lotte mit dem Übergang zur Wissensgesellschaft angesprochen hat, das ist teilig, aber das heißt ja nicht Wissensgesellschaft, dass wir dann keine Produktion mehr haben. Und da komme ich nochmal zurück. Eine Stärke Deutschlands ist die Produktion, oder nennen wir es einfach Hochtechnologie in vielen Bereichen. Ich glaube, allein Baden-Württemberg und Bayern haben 3000 verschiedene Nischenweltmarktführer, von denen man die meisten gar nicht kennt und die global unterwegs sind und die viele gute Dinge machen auf der Welt. Die helfen könnten auch beispielsweise, dass wir eine klimaneutrale Infrastruktur hinkriegen in vielen Regionen der Welt. Also müssen wir das zusammendenken. Da haben wir eine spezielle Konstellation, glaube ich, dass wir also diese Stärken, die wir haben, die zu Schwächen werden könnten. Beispielsweise Automobilindustrie ist das Beispiel schlechthin. Also wenn die wir Grünen werden jetzt beschließen, auch auf meine Anregung, dass wir 2030 spätestens mal das schaffen, keine fossilen
fossil angetriebenen Fahrzeuge mehr zu bauen. Das sind ja noch 14 Jahre. Ich glaube, China hat vor einer Woche schon mal angedeutet, die wollen das nächstes Jahr schon mal anfangen umzusetzen mit einer Quote, dass europäische Hersteller mit 8%, 12, 16 dann nur noch Elektrofahrzeuge bauen dürfen. Können wir gerne dann vorher über die Ressourcen reden, wir dafür brauchen. Das wird alles nicht einfach. Aber das ist ein Wandel, der ist erstmal gar nicht durch die Digitalisierung allein bedingt, auch weil es dazu kommen könnte und wird, glaube ich, dass wir weniger Fahrzeuge haben werden, wenn die Leute sie teilen. Ja, das ist der zweite Trend. Also wie macht man aus so einem Mobilitätsmarkt der Zukunft, der sich völlig verändern wird, weil es andere Bedürfnisse gibt, andere Konsumenten, andere Hersteller, andere Prozesse, Strukturen, weiter ein Leitmarkt in Deutschland? Ja, das ist eine ganz relevante Frage, finde ich. Wenn wir die nicht beantwortet kriegen, dann bricht uns da vielleicht 1 Million Arbeitsplätze weg. Das heißt also, wenn ich jetzt mal so als Handlungsfeld wäre, auch eine Regulierung, die Innovationsanreize setzt. Darf ich das so übersetzen? Okay. Das ist genau der zweite Punkt. Also das ist für mich nämlich eine Regulierung oder auch zum Teil, ich will nicht das Wort Deregulierung in den Mund nehmen, weil das ist verbrannt, aber die Frage ist, wir müssen schon schauen, wo haben wir Regulierung in unserem Bereich? Gerade im Mobilitätsbereich, also Sie können im ländlichen Raum nicht ein Modell aufsetzen, dass Leute Autos teilen. Und das ist nicht möglich, weil das der Staat nicht zulässt. Also warum ist das so? Warum schaffen wir das nicht ab und schaffen dann neue Möglichkeiten? Das ist ein Beispiel. Also wenn wir da nicht Dinge vorantreiben, die andere auf der Welt ohne uns machen werden, dann werden wir auch ein Problem kriegen. Frau Barth, Ihr letzter Satz, bevor Sie fliegen, und zwar zum Flieger. Also Bildung, soziale Sicherung, Innovationsförderung, sage ich jetzt mal, klar. Aber mir fällt da kein weiteres mehr ein. Super. Das ist alles. Ich glaube, wir haben alles ausdiskutiert. Ich muss leider jetzt wirklich weg. Dass wir eine Diskussion beenden mit dem Satz, wir haben alles ausdiskutiert, das freut mich ganz besonders an diesem heutigen Tag. Es ist ja auch die letzte Diskussion. Es tut mir leid, ich hatte noch ein paar Wortmeldungen hier gesehen, aber mit Rücksicht auf die Zeit. Vielleicht gibt es jetzt die Gelegenheit noch. Herr Janoschek wird noch da bleiben. Frau Barth, ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Ich bedanke mich. Und freue mich auf neue Diskussionen in diesem Bereich. Lieber Herr Janoschek, Sie sind noch ein bisschen da, bleiben Sie noch ein bisschen hier. Ich darf Sie auch noch ganz herzlich einladen. Ich darf noch mal ganz herzlichen Dankeschön sagen, auch hier für die gesamte Zeit, für die gesamte Organisation. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie noch einladen dürften. Unten im Foyer, in der Cafeteria, gibt es noch einen kleinen Kaffee, ein bisschen was zu trinken und ein kleiner Ausgang für diese Konferenz. Ich sage ganz herzlichen Dank, falls wir uns nicht mehr sehen. Guten Heimweg, alles Gute und schönen Donnerstagabend. Dankeschön.